So, jetzt sind wir hier angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar in Arco sind wir. Das ist in Italien, in Trentino. Kurz vor dem Gardasee. Hier ist gleich die Natur anders, denn es sind Olivenbäume. Und gleich zeige ich euch noch das Schloss. Das ist hier hinter den Olivenbäumen. Für Trekking bekannt. Hier in der Nähe gibt es viele Klettersteige. So, da ist es. Seht ihr es? Schön beleuchtet. So, jetzt wollen wir was essen gehen. Mal gucken, wo wir was finden. Sind wir im Stadtkern und haben auch ein Restaurant gefunden. Leider hat es zu. Ah, ein Schild mit lauter Restaurants. Es duftet auch schon etwas. Na gut, dann suchen wir einfach weiter. Hier sind lauter Sportläden, Outdoorläden, Climbing- und Hikingläden. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben wirklich in Arco kein Restaurant gefunden, was offen hatte. Außer eine Imbissbude. Und jetzt sind wir nach Malcesine gefahren. Und ich habe auch schon eins entdeckt. Eine Pizzeria. Ristorante Pizzeria. Ja, auch ein schöner Ort. Da ist es. Bisher konnte ich ja nur abends Malcesine filmen und das will ich jetzt mal nachholen. Es ist ein wunderschöner mediterraner Ort. Typisch verwinkelt, wie in Italien halt. Naja, wir sind ja auch in Italien. Daher, das ist so ein typisch italienischer Platz, oder? Baum in der Mitte. Rechts oder links? Links oder rechts? Gute Frage. Wir nehmen mal rechts, vielleicht kommen wir am Wasser an. Da ist er also, Lake Garda, der Gardasee.
Und das Wasser ist auch echt schön klar. Hier ist es sicher tief, weil hier auch ein Dampfer fährt. Alles ist zu. Das ist der Nachteil, wenn man in der Vor- oder Nachsaison fährt. In der Hauptsaison kriegt man dort sicher nie einen Sitzplatz. Das scheint hier sowas wie der Rathausplatz zu sein. Das Rathaus. Und der See. Schaut mal, was da an den Bäumen hängt. Kann man das sehen? Dort werden Enten gefüttert. Oder? Nein, es sind keine Enten. Was auch immer das ist. Ist das nicht ein traumhaftes Panorama? Herrlich, oder?